Hallo, guten Morgen, hallo ihr Lieber, wo ihr seid. Ich bin Tolo Pons und ich herstelle Videos, um Deutsch zu lernen. Heute werde ich ein Video machen, das heißt ein Bild beschreiben. Das ist eine Part von Prüfung B1. Ich hoffe, dass es wird euch helfen und fange ich mit dem Video an. Ein Bild beschreiben. Entonces, para describir un cuadro podemos decir, podemos mirar todo el cuadro bien mirado, wir müssen den Bild alles gut anschauen. Und können wir sagen, im Vordergrund, la parte de delante del cuadro, im Hintergrund, detrás del cuadro, ist ein Mann, eine Frau, ein Felsen, ein Hund, lo que haya. Y, o podemos decir, es gibt hay una pared, es schwarz, es bunt, es brown, o sea, del color que sea. Esto es para describir la parte de delante y la parte de atrás. Luego, también seguimos mirando el cuadro y decimos am oberen, unteren, rechten, linken Bildrand, o sea, arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda, al borde del cuadro, erinnert an, o sea, recuerda como si fuera un sitio oscuro, eine schwarze, o sea, un sitio oscuro, o un sitio con mucha luz, o ein Ort mit viel Licht, das, wo eine Familie ist, und alle sitzen im Sofa oder spielen oder sehen Fernsehen. O sea, lo que recuerda, lo que vemos a la arriba, abajo, a la izquierda, a la derecha. Luego, podríamos decir también por tercera descripción. Am oberen, unteren, rechten, linken, Bildrand. Esto ya lo he dicho. Am Rand, am Zentrum, lo que se ve alrededor, en el centro. Hat die Form, tiene la forma wie ein Ball, como una cosa redonda. Hat Blumen, tiene flores, ist ein Hund, hay un perro, man kann viel sagen, man muss die Gedächtnis, o sea, la memoria, inventar. El número 5, im Vor, Hintergrund, im Vor, Hinter, über. Neben, rundum, delante, detrás, sobre, al lado, alrededor. Wird traurig o wütend o fröhlich. O sea, se ve una atmósfera lúgubre, una atmósfera triste, una atmósfera rabiosa o hay una atmósfera agradable, fröhlich. Es una atmósfera que da gusto. O también oben, unten, rechts, links. O sea, lo que se ve arriba, lo que se ve abajo, a la derecha. Todo lo podemos describir y con nuestra imaginación inventarnos. Wir müssen unser Gedächtnis o nuestra imaginación
Denken und viele Sachen. Überhaupt ist es wichtig, dass unsere Prüfer immer was von uns hört. Man kann viel sagen, um eine Bild beschreiben. Ich glaube, es ist ein Part der Zusammen, der nicht schwer ist. Es ist ein Part der Prüfung, dass es nicht schwer ist, weil man kann viel über ein Bild sagen. Man sagen, wie ich gesagt habe, im Vordergrund, im Hintergrund, im oberen, im unteren, im Rand, im Zentrum, von hinter, von neben, oben, links, hat, ich es war, es ist weiß, ich wohnt, erinnert an, recuerda en, konnte man als beschreiben, se podía describir como, hat die Form, tiene la forma de un cuadro, ein Kugel, ein Ball, de una pelota, o de algo redondo. Wirkt traurig, wirkt wütend. O sea, que parece un sitio traurig, que no es un sitio agradable. Wütend, que hay gente que se pelea. Fröhlich, que hay gente que se está divirtiendo, que lo están pasando muy bien. Y bueno, y esto es el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado. Te agradezco mucho tu atención. Como siempre, que si te ha gustado, que te suscribas al canal si todavía no lo estás. Y te espero muy pronto. Chao.